Ich schaue dann einfach einmal in die Menge und denke mir, ja. Nach Büroschluss fängt die Arbeit an. Mitarbeiter verschwinden in düsteren Gängen, um zu proben. Für den großen Auftritt im Rampenlicht. Für den Auftritt als UPC-Band. Dieser strenge Herr hat einen klaren Auftrag. Aus einem bunt gemischten Haufen soll eine Band werden. Ich bin eingeladen worden für die Weihnachtsfeier von UPC, die Band, die aus Mitarbeitern bestellt, ein bisschen zu casten, ein bisschen zu coachen und werde mich dann auch einbringen, auch mit Liedvorschlägen, um ein rundes Programm eben da gestalten zu können. Als Musiker und Komponist hat Herbert Pichler viel Erfahrung. Und als Coach der Band gibt er die Richtung vor. Das Ziel ist, dass sie so weit in der Lage sind, den Fokus auf sich zu ziehen. Es sind ein paar dabei, wo ich sage, ja, da ist durchaus ein Gefühl da und kommt eine Emotion auf. Und auf alle Fälle ist ein großer Eifer dabei. Das Geheimnis einer perfekten Band ist für mich das Unperfekte. Mehr ist es nicht. Nach 2 Monaten intensiven Probens hat sich die Band eingespielt. Die Hausaufgaben sind gemacht. Es fängt an zu grooven. Ich traue ihnen zu, dass die Leute aufspringen werden. Mir ist es wirklich wichtig, dass sie authentisch sind. Ja. Wenn die Scheinwerfer da sind und wenn ich dann auf der Bühne stehe, dann kommt es einfach. Ja. Das plane ich nie voraus und es funktioniert meistens. Mal schauen, ob es diesmal auch funktionieren wird. Alle zusammen! I walk the world for you. A 1,000 miles for you. I dried your tears of pain a 1,000,000 times for you. I'd sell my soul for you, baby, for money to burn for you. I give you all and have no bad.